Frauen werden ganz schnell immer sexualisiert, egal was wir halt tun. Und die Tanzrichtung, die ich halt gerne mache, ist halt auch körperbetont. Körperbetont. Genau. Okay. Man fühlt es in dem Moment. Mhm. Es ist schön einfach. Meine Intention, wenn ich dann tanze, ist, es ist schön, eine Frau zu sein. So, ich fühl das einfach. Ich fühle in dem Moment meinen Körper. Ich fühle mich in dem Moment schön. Ich fühle mich in dem Moment ganz egal, also was ich jetzt gerade hier jetzt tanze, es fühlt sich einfach richtig unschön für mich an. Mhm. Und viele verwechseln das halt dann mit der sehr erotischen Schiene. So, ja, das findet natürlich nicht jeder toll. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen, was du machst, privat, beruflich, wer bist du? Ja, mein Name ist Evelyn Illenseer, ich bin 25 Jahre alt und ich bin Musical-Darstellerin, also sprich, ich bin Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin. Mhm. Und genau, und das mache ich jetzt genau seit einem Jahr jetzt, also beruflich. Okay. Darf ich auch in die Kamera reingucken? Fühl dich frei. Du kannst alles sagen, wie du willst, mach. Das ist relativ entspannt. Ja, genau, also das mache ich jetzt hauptberuflich und ja, ich liebe diesen Job und ich mache jetzt auch parallel meine eigene Musik, das, was ich eigentlich schon immer machen wollte, schon seitdem ich, jetzt sage ich jetzt so, in jungen Jahren, das klingt so komisch, in jungen Jahren, aber ja, ich habe schon sehr früh angefangen, Musik zu machen und das war schon immer mein Traum, wirklich mein eigenes Ding zu machen und das mache ich jetzt parallel. Aber das sind ja mehrere Sachen, ne? Das ist zum einen mal tanzen, Schauspielen und dann nochmal singen. Ja. Ne? Und wie kam so ein, das ist ja wie so ein Dreiklang von drei verschiedenen Sachen in eine Richtung. Braucht man das alles zwingend, um eine Sängerin zu sein? Oder sagst du, nee, die Stimme allein genügt vollkommen? Oder sagst du, nee, dazu muss man auch noch so ein bisschen schauspielern können? Oder sagst du auch so, ja, schauspielern auch. Und on top dazu muss man sich auch noch, sag mal, relativ elegant bewegen können, um halt eben so gewisse, ich meine, Musik ist nichts anderes, außer irgendwo eine Emotion zu triggern. Und dazu, klar, man kann einen Kanal benutzen, das ist die Stimme. Und dann so halt, je mehr Kanäle quasi man dazu addiert, kann man mehr erreichen. Würdest du das sagen? Ja, und deswegen bist du diesen Weg gegangen oder war das für dich immer so? Ich kann eins davon und gut ist so. Genau, genau. Also für mich war das wichtig gewesen als Künstlerin, die drei Sparten zu beherrschen, zu können. Also ich wollte es in Kombination können, weil du einfach mehr Jobmöglichkeiten hast. Es ist einfach so. Du musst nicht nur als Musical-Darstellerin arbeiten, du kannst auch nur als Sängerin oder nur als Tänzerin oder nur als Schauspielerin arbeiten oder du machst alles gleichzeitig gefühlt. Deswegen, aber ja, wie gesagt, also ich habe schon früh angefangen zu singen und zu tanzen und für mich war die Performance auch unfassbar wichtig. Es war für mich wichtig, das primär zu beherrschen. Schauspiel war so ein Bonus, das auch zu lernen. Ich habe das dann auch während meiner Ausbildungszeit dann auch lieben gelernt. Ich dachte mir so, wow, Schauspiel ist voll geil. Und ich bin total dankbar, dass ich diese drei Sparten jetzt beherrschen kann. Und ja, aber als ich an diese Musical-Ausbildung gegangen bin, dachte ich erstmal, okay, Gesang und Tanz ist gerade wichtig für mich. Ich will performen können auf der Bühne. Ich will das beherrschen. Und genau, dann hat sich das ergeben. Und du hast gesagt, du bist seit einem Jahr quasi, machst du das auf der professionellen Ebene. Ja. Und davor hast du eine Ausbildung gemacht oder hast du als etwas anderes gearbeitet? Nee, ich habe die Ausbildung zum Musical-Darsteller gemacht. Also ich habe vorher mein Fachabi gemacht und dann bin ich direkt habe dann eine Aufnahmeprüfung gemacht an diese Schule und habe die dann 3 Jahre dann durchgezogen, die Ausbildung und ja. Und du hast vorhin erzählt, du hast das irgendwie, also nebenbei, also deine Ausbildung zum einen und dann hast du nochmal gejobbt und versucht irgendwie dich über die... In welche Kombination war das dann? Das war während der Ausbildung. Das war, also die Schule, für die Ausbildung musstest du zahlen. Aber das ist eine private Schule. Genau, dann, ne? Das war, eine staatlich anerkannte Schule, aber es wurden auch nur 10 Leute genommen, also sehr, sehr wenige. Und genau. Also ich habe das quasi in Kauf genommen. Ich wusste, dass es teuer war. Also ich war jetzt auch nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich aus einem reichen Elternhaus komme oder so. Aber es war halt so, dass ich halt 2 Nebenjobs dann hatte und quasi, um es finanzieren zu können. Und ich sag mal so, es war eine schwere Zeit.
Aber ich merke, gerade durch solche Zeiten wird man einfach stärker und man wird abgehärtet. Weißt du, was ich meine? Es ist dann halt so, ich musste manchmal 2 Uhr nachts dann halt arbeiten und dann um 8 Uhr morgens stand ich wieder im Tanzraum und wurde unterrichtet quasi. Und das ist halt, das war hart. Also ich war todesmüde manchmal. Ich konnte meine Leistung nicht immer abrufen und ich war schon nicht so gut tänzerisch tatsächlich. Deswegen war das, kam so vieles aufeinander. Deswegen ich meinte, es war jetzt nicht so eine prickelnde Zeit. Es war jetzt auch, ich würde sagen, erst das letzte Jahr der Ausbildung konnte ich es mal genießen und sagen, okay, jetzt bin ich auf einem guten Weg und jetzt fühle ich mich, okay, jetzt bin ich so professionell und traue mir das jetzt zu, auf der Bühne professionell durchzustarten. In dieser Zeit, also in einer Ausbildung. Was hast du für dich gelernt, also eine Lektion, wo du sagst, die ist so, die hat so einen Impact und dass es halt eben nachhaltig bei dir hängen geblieben ist. Also eine Eigenschaft oder eine Erkenntnis über dich selbst oder über die Welt. Was ist so das, was dich stetig immer begleitet? Wo du jetzt morgen oder übermorgen eine, sag mal, eine Herausforderung begegnest und dann gehst du in deinen Gedanken zurück und greifst auf diese Erinnerung zu und sagst mir so, was, weißt du was, ich fetz dich auch, weil ich das geschafft habe. Ist da irgendetwas? Ja, also ich habe ja die erste Tanzprüfung verkackt. Okay. Ja, das muss ich jetzt wirklich sagen, ich war richtig schlecht. Okay. Ich war total unsicher gewesen. Ich war also, als ich in die Prüfung, ich weiß noch, diese damalige Zeit, als ich, das war im ersten Jahr, ich hatte so eine Angst vor Tanzen gehabt. Obwohl ich tanzen, echt, ich mochte tanzen. Ich habe sehr gerne, ich habe damals Showtanz gemacht, meine Showtanzgruppe, wir waren gut, wir waren auch auf einer Weltmeisterschaft und so. Also ich hatte Grundkenntnisse, ja, also nicht die professionellen Grundkenntnisse, aber trotzdem, ich konnte mich bewegen, sagen wir jetzt mal so. So. Und als ich an diese Schule kam, dachte ich mir so, oh Gott, ich kann gar nichts. Wirklich. Also ich war so überrumpelt. Also das war nochmal eine ganz, ganz andere Ebene. Also ich habe nichts verstanden. Also mein Körper hat gar nichts verstanden. Und es hat sich halt in der Tanzprüfung, das war deutlich zu sehen gewesen. Und ich hatte halt echt Angst vor dieser Prüfung. Ich weiß noch, als ich bevor ich in diesen Tanzraum reinkam, ich habe so gezittert. Ich dachte mir so, Gott. Und ich hatte keine Power-Energy, sondern so, boah, ich hatte Angst. Und diese Angst, die zieht negative Energie. Kennst du das? Wenn du, ne, also egal was du fühlst, du ziehst es an, das kriegst du vom Universum zurück. Das war auf jeden Fall schon mal eine Lehre für mich. Sondern immer, wenn du reingehst mit Energy, die Leute, die lieben mich. Egal was jetzt ist, auch wenn du es nicht kannst, auch wenn du die Schritte nicht kannst, denk dir, die Leute lieben dich trotzdem. Okay. Weil das strahlst du dann aus. So, das war schon mal eine Erkenntnis für mich gewesen. Und dann, als ich dann in dieser Tanzprüfung war, ja, dann lief eigentlich ziemlich vieles schief. Also ich hatte einfach Panik, Blackout. Und dann, als wir dann alle rausgehen mussten, wurden wir dann einzeln aufgerufen. Und dann wurde ich aufgerufen und dann saß ich da genauso wie vor dir. Die ganzen Lehrer saßen da, auch der Direktor und der Stellvertreter und die stellvertretende die Tanzleiterin und so. Und ja, dann haben die gemeint, ja, Evelyn, du bist durchgefallen. Ach du Scheiße. Und ja, ich wusste nicht, was ich in dem Moment sagen sollte. Und dann haben die mich in dem Moment einfach komplett runtergemacht. Also wirklich haben gemeint, das passt nicht. Also du hast kein Gefühl, mit deinem Körper umzugehen. Und das war so ein Schlag ins Gesicht, es hat gar nicht aufgehört. Und ich dachte mir so, boah, das hat echt nicht auf mir liefen. Dann schon, ich habe versucht, die Tränen zu unterdrücken. Und dann haben die auch zu mir gesagt, sag mal, wie stehst du denn zu tanzen? Also wir sehen, fühlst du es überhaupt? Magst du es überhaupt? Und dann habe ich gesagt, ich liebe Tanzen. Und ich habe geheult dabei, weil ich es eigentlich verstehen wollte. Ich wollte das Tanzen beherrschen, ich wollte es können, aber ich konnte es nicht. Ich war einfach, glaube ich, noch nicht bereit. Ich glaube, ich war so überfordert gewesen in diesem einen Jahr. Und dann waren die total erschrocken gewesen. Die so, was? Alle gleichzeitig, was? Du tanzen? Du liebst tanzen? Okay. Und ich so, ja, ich liebe tanzen. Und dann haben die gemeint, okay, dann musst du wirklich an dir arbeiten. Und das war so eine Erkenntnis gewesen. Also ich bin da schon auf die Fresse geflogen, sage ich jetzt mal. Und es hat auch wehgetan tatsächlich, weil ich halt, das Tanzen war für mich was ganz Tolles und ich wollte es können und
In dem Moment ist einfach die Welt für mich zusammengebrochen. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, das habe ich, glaube ich, gebraucht. Weil ich jetzt so denke, okay, weil da habe ich mir richtig den Arsch aufgerissen und war dann bis 23 Uhr in einem Tanzraum, habe gearbeitet, habe an mir gearbeitet, habe an meine Glaubenssätze gearbeitet und es hat was mit mir gemacht in diesen 3 Jahren. Okay. Auf jeden Fall. Okay. Also es war natürlich ein Prozess, weil erst im 3. Jahr habe ich dann endlich mal verstanden, was Tanzen eigentlich bedeutet, was für ein Gefühl Tanzen bei mir auslöst. Mhm. Aber jetzt, seitdem ich eigentlich eher draußen bin, jetzt habe ich es verstanden. Ich bin dann rausgegangen und so, okay, gut, ich bin soweit. Okay. Also. Und ja. Siehst du, rückblickend sagst du, okay, wenn du dich selber beobachtest und quasi jetzt in der Position von diesen Prüfern bist, würdest du denen zustimmen, das, was die gesagt haben, hey, du kannst nicht tanzen, du hast keine Leidenschaft dafür, würdest du sagen, ja, das war von denen, das, was sie angeprangert haben, vollkommen berechtigt, oder sagst du, nee, die haben auch so ein bisschen übertrieben, die hätten das auch, obwohl ich so schlecht war, trotzdem haben die das irgendwie zu schlecht gemacht? Ja. Blick von heute rückblickend. Ja, also zu der Zeit war es halt schlimm für mich gewesen, okay, aber ja, wenn, klar. Wenn ich jetzt aber jetzt denke, bin ich irgendwie auch dankbar dafür. Es war wirklich, ich glaube, das ist das Business, also das Musikbusiness, Showbusiness ist manchmal hart. Also du wirst immer bewertet, kritisiert und daran musste ich mich auch erstmal gewöhnen, dass ganz egal, was du machst, es wird immer einem nicht passen. Und das waren ja auch professionelle Tanzlehrer, ja. Also die haben selbst in großen Musicals getanzt und so. Und von denen einen zu bekommen quasi mit, also, ne, war einfach eine Lehre einfach. Also ich glaube, das war gut so, wie es war. Also, ja, man hätte es vielleicht anders formulieren können tatsächlich. Aber ich glaube wirklich, ich habe einfach daraus gelernt. Es ist manchmal hart und man muss auch einstecken können. Und es, auch wenn ich jetzt auch geheult habe und so, ich habe trotzdem eingesteckt. Und ich habe das, was sie mir gesagt haben, in was Positives umgewandelt. Also es hätte dir nicht viel gebracht, wenn die etwas sanfter mit dir umgegangen wären. Vielleicht wäre das nicht so für dich ein Impact genug, zu sagen, okay, jetzt muss ich wirklich was ändern. Wenn das meine Leidenschaft ist, wenn ich dafür brenne und das unbedingt will, dann muss ich dran arbeiten. Weil das war dann auch letzten Endes der Trigger dafür, dass du dann bis 23 Uhr nachts getanzt hast, also gelernt hast, geübt hast, um halt eben dann am nächsten Tag oder bei der nächsten Prüfung ordentlich zu performen. Das ist das, was du vorhin auch gesagt hast. Ja. Dir ist es dann manchmal dann doch lieber, jemand sagt dir knallhart die Wahrheit ins Gesicht und du weißt dann, wo du stehst und wo die Person steht, als wenn man irgendwie versucht, sich gegenseitig ja Honig ums Maul zu schmieren und sagen, ja, es ist doch alles gut in Ordnung, aber im Hintergedanken denken wir so, Alter, fuck die ab. Nee, also lieber dann klar und direkt, klar kann man das auch mal anders formulieren, das ist, also ich bin auch so ein Mensch, ich bin auch direkt, aber ich werde jetzt nicht beleidigt oder sonst was, sondern ich formuliere das so, dass es ja trotzdem direkt ist, aber halt nicht zu persönlich. Verstehst du, was ich meine? Also man muss jetzt nicht, also ich meine, klar, da haben die mich auch ziemlich runtergemacht und es ist schon fast persönlich geworden, okay. Aber ich dachte mir so, okay, wie gesagt, also es war für mich trotzdem, es hat mir einfach gezeigt, ich bin stark genug, um das einzustecken und das zu nehmen, auch wenn das jetzt blöd in diesem Moment war, in etwas Gutem umzuwandeln. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, auch wenn man jetzt in dem Moment scheitert und auch wenn das jetzt gerade schlimm für einen vorkommt, dass man das nimmt und zu etwas Großartigem macht und es nicht als, ja, und da drin stecken bleibt, so, boah, ich bin schlecht, ich kann das nicht und so. Dann nein, nimm das an und arbeite an dir. Und ich meine, es sind Menschen, die wissen, was sie auch sagen. Die sind auch professionell. Und da steckt ja auch die Wahrheit drin. Und ich hatte auch, ich war also ängstlich, ich hatte Panik, ich hatte Angst vor der Prüfung gehabt. Deswegen war das sehr, sehr gut, dass es mir jetzt passiert ist. Ich habe manchmal, also ich selbst habe Schwierigkeiten damit, immer. Ja, obwohl es mir bewusst ist, ich muss jetzt an egal welche Situation das ist, ich muss jetzt stark sein, ich muss jetzt positiv bleiben und immer gucken, dass quasi mein emotionales Befinden sich eher im positiven Bereich befindet als im negativen, weil ich weiß, dass das Negative sich versteckt und das Positive sich ja auch versteckt. Das ist ja das, was du vorhin gesagt hast. Aber es fällt mir, obwohl ich halt dich
das weiß, gelingt es mir manchmal das nicht. Und da habe ich dann mit mir persönlich dann auch so, ich bin da und sitze und ich denke mir so, ey, du weißt schon, du musst jetzt cool bleiben. Ich sage so, ja, ich weiß, ich muss cool bleiben, aber du packst es gerade nicht. Nö, schaffe ich nicht. Und dann geht es halt immer ein bisschen weiter tiefer und tiefer, bis ich dann wirklich so ein Hard Reset machen muss und dann sagen muss, okay, jetzt muss ich mich einfach von der Situation komplett distanzieren. Mhm. Ich merke, ich bin der nicht irgendwie, weil ich heute einfach emotional schwächer bin als jetzt die Tage davor. Ich bin einfach müde, ausgelaugt. Ich habe andere Gedanken, die mich gerade ein bisschen auffressen oder mit beschäftigen. Mhm. Deswegen kann ich mich gerade nicht darauf konzentrieren. Deswegen nehme ich mich dann da raus. Ja. Wie machst du das dann bei dir? Hast du bei dir sowas wie, ah, okay, obwohl ich positiv sein muss, packe ich das eventuell gerade nicht? Oder sagst du, nee, die Zeit in der Prüfung war für dich so dermaßen stark, dass das gar nicht mehr vorkommt? Ich bin genauso wie du, dass ich mich dann auch zurückziehe. Ah, okay. Und mich auch selbst reflektiere und mir Dinge auch aufschreibe, meine Gedanken und manchmal brauche ich dann auch so einen Moment einfach für mich, um einfach nochmal zu reflektieren und dann in meine Kraft wiederzukommen. Also manchmal hat man einfach solche Durchhänge. Manchmal, ich bin auch nicht immer positiv, manchmal kommen auch die negativen Gedanken, aber dann versuche ich das wirklich aufzuschreiben und so zu gucken, okay, gut, wo ist das Problem, warum denke ich jetzt gerade so und wandle das dann quasi dann auch um, auch gedanklich. Also ich arbeite wirklich jeden Tag an mir. Es ist nicht einfach immer die ganze Zeit positiv zu sein. Manchmal muss man einfach auch die Gefühle einfach akzeptieren. Wenn es dir gerade in dem Moment schlecht geht, dann geht es dir einfach in dem Moment schlecht. Du darfst die Gefühle einfach nicht unterdrücken, finde ich jetzt meiner Meinung nach. Es ist okay, wenn es dir mal gerade nicht gut geht oder wenn du jetzt gerade nicht an deine Fähigkeiten glaubst oder whatever. Hauptsache, du bleibst nicht die ganze Zeit drin, ist ja logisch. Also ich glaube, es ist wichtig, Emotionen einfach laufen zu lassen. Ja. Okay. Und hast du da für dich irgend so ein deinen Weg gefunden, wie du das am besten machst? Klar, du hast gesagt, du schreibst auf, du meditierst. Tanzt du eventuell dann auch, dass du dann irgendein Lied hast, wo du weißt, okay, wo du für dich selber bestimmt hast oder irgendein Ton oder irgendein Gedanke, wo du einfach die Augen schließt und einfach irgendwie deinen Körper laufen lässt, also die Bewegungen so flüssig wie möglich gestaltest und dadurch dann halt eben auch einen Freiraum oder einen Kanal für deine Emotionen und Gedanken bringst, machst du sowas? Ja, tatsächlich. Okay, ich schreibe dann auch auch Songs. Ich spiele auch Klavier, seitdem ich 8 bin. Also okay, ja. Krass, Respekt. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, wo ich das dann gut nutze, auch im Tanzen natürlich. Also ich bin eigentlich so ein Female Dancer, so mit hohen Schuhen und so und mehr so in die sexy Richtung, sag ich jetzt mal. Aber wenn es mir dann auch mal schlecht geht, dann Contemporary zum Beispiel oder Modern, also eher weiche Bewegungen, also die helfen mir auch tatsächlich sehr, sehr gut. Also es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, wo ich mich dann wieder auffange und die Emotionen frei laufen lasse. Ich finde es halt schön gerade, dass du es so angeschnitten hast, ne? Dass du auch so weit denkst. Also ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte. Nein, das ist ja, jeder hat ja so seinen eigenen, Meditieren ist ja nicht nur sich hinzusetzen, die Augen zu schließen und sagen, okay, jetzt meditiere ich, sondern meditieren kann ja auch vielerlei sein. Also ich habe auch mit einer meiner Freunden, oder von denen habe ich das, bei denen ist so, wenn er, also der ist selbstständig, das habe ich nur von seinem Podcast mitbekommen, dass wenn er anfängt, dann so die Küche aufzuräumen, also wirklich quasi die Küche vorzubereiten für den nächsten Tag, dass es für ihn Meditation ist. Für mich ist beispielsweise Meditation Joggen. Wenn ich jogge und laufen gehe, da kann ich perfekt abschalten und ich bin dann irgendwie raus aus allem und bin nur noch irgendwie mit mir selbst im Einklang und konzentriere mich wirklich nur auf meine Bewegung, auf meinen Rhythmus und da erkenne ich für mich persönlich dann auch so, okay, das ist ja eigentlich ein Furz, weil viele Gedanken sind manchmal wirklich so groß und man ist so dermaßen irgendwie, ich sag mal, geblendet, aber die Lösung ist dahinter versteckt und relativ klein. Aber dafür muss man diesen Furzgedanken erstmal zur Seite schieben, um das sehen zu können. Und das erlaubt mir halt eben so gewisse Bewegungen, sind das bei mir ist halt eben jetzt nicht das Tanzen als solches, aber eher so Sport gibt mir da einen Kanal, wo ich sehr gut mich nur auf mich selbst konzentrieren kann. Und damit kann ich auch wirklich so Nonsens wegblenden. Weil es geht dann nur noch um eine Sache und dann sehe ich auch viel klarer. Meine Gedanken sind strukturierter, wenn ich mich halt bewege. Und letzten Endes, ob Tanzen oder Sport, ist es ja eine
Es ist eine Bewegung. Ja, klar. Ne? Ja, also tatsächlich, bei Sport kann ich mich noch nicht hundertprozentig, also das ist auch so eine Sache. Ich gehe auch mit meiner besten Freundin joggen. Also wir machen das sau gerne und wir gehen lange joggen. Aber klar, wir quatschen dann auch immer so ein bisschen und dann irgendwann kommt dann so ein Punkt, dann, ich verstehe, was du meinst, aber es ist noch nicht so ganz, da bin ich noch nicht ganz da drin tatsächlich. Also, aber was mir zum Beispiel hilft, ist Autofahren. Das ist auch für mich eine Art Meditation. Letztens habe ich mir so, es tut mir manchmal so gut, einfach, also dadurch manchmal, wenn ich zu Auditions fahre, manchmal sind die auch, da muss ich dann 2, 2,5 Stunden fahren. Mittlerweile lange Autofahrten, das ist für mich ein Pipi-Klack. Ja. Also wirklich, das ist kein Problem für mich. Aber ich liebe das, einfach den Kopf dann einfach nur geradeaus zu fahren und einfach mal, da denke ich irgendwie klarer. Ich sehe dann meine Ziele irgendwie auch deutlicher dann, wenn ich Auto fahre. Das ist so crazy. Ja. Also ich habe zwei Kollegen, also zwei Freunde. Der eine von denen war mit unter in meiner ersten Episode, Eidarus, und so ein anderer Kollege, der ist, also der war noch nicht als Gast da, vielleicht kommt er noch. Und beide von denen, also der eine macht das tatsächlich so, wenn ihm alles zu viel wird, der fährt an die Tanke, schmeißt von 20 Euro, also tankt für 20 Euro, und fährt dann wirklich durch die Gegend. Und ich habe vor kurzem mit einer meiner, also eine Trennung hinter mir, beziehungstechnisch, und ich habe mit meinem Kollegen gesprochen, also der von der ersten Episode, und der meinte, ey, weißt du was, wenn was ist, melde dich sofort, dann gehen wir an die Tanke, machen einen 20er rein und dann fahren wir durch die Gegend. Also, cool. Und der hat auch, also der hat dann, ich meine, vor 4 Jahren hat er auch so eine krasse Trennung, so gleich gelagert wie bei mir. Deswegen hat er mich sehr gut gefühlt, wie ich mich gerade fühle, und das war mit einer der Einzigen, der sagt, ey, und zu der Zeit hat er mir auch gesagt, dass er einfach Auto fährt, um da abzuschalten. Deswegen kann ich da, ich habe das selber noch nicht gemacht, aber das hat wiederum auch so etwas Meditatives, wo du wirklich einfach dich auf etwas konzentrierst und man bewegt sich halt einfach so ein bisschen. Und von den beiden habe ich das auch. Und jetzt kommst noch du dazu, irgendwie so, okay, vielleicht nächstes Mal, wenn es mir wirklich beschissen geht, jetzt kommen dann irgendwelche Leute von Friday for Future und Umwelt und her, was soll die Scheiße? Ja. Aber ich werde das mal ausprobieren und mal gucken, wie das mir persönlich dann weiterhilft. Das hat mir auch bei meiner Trennung auch geholfen. Okay, krass. Also ich hab mich immer so gefreut, so, oh ja, lange Autofahrt. Also ich bin jetzt nicht so wie dein Kumpel oder so, bin jetzt einfach so rumgefahren, sondern einfach, ich habe mich auf meine lange Autofahrten gefreut. Ich habe mir so, oh ja, jetzt kann ich gleich mal so, also nicht meditieren, aber klarer denken. Das ist einfach so, ja, man fokussiert sich in dem Moment auf gar nichts eigentlich. Man sieht nur die Straße, man fährt einfach und dann ist man drinne. Sehr schön. Du hast vorhin gesagt, du wusst, also deine Tanzart ist nicht nur dieses Klassische, sondern auch so, sondern doch ein bisschen eher, ich würde sagen, jetzt erotisch, geht in die Richtung, wie wirst du von deinem Umfeld wahrgenommen? Wenn du, also mit Umfeld meine ich jetzt Freundeskreis, Familie, kommen die damit klar oder sagen die so eher so? Ja. Oder was waren die, sagen wir mal so, was waren so die Schwierigkeiten, womit du damit umgehen solltest? Also, oder? Ich finde, ja, es ist halt immer ne, so eine Sache, weil Frauen werden ganz schnell immer sexualisiert, egal was wir halt tun. Und die Tanzrichtung, die ich halt gerne mache, ist halt, ja, wie soll ich es beschreiben? So, ich kann es auch nicht beschreiben. So, dass man es ist einfach sehr, viel auf... Körperbetont. Körperbetont. Genau, okay. Man fühlt es in dem Moment. Mhm. Es ist schön einfach, meine Intention, wenn ich dann tanze, ist, es ist schön, eine Frau zu sein. So, ich fühle in dem Moment meinen Körper, ich fühle mich in dem Moment schön, ich fühle mich in dem Moment, ganz egal, also was ich jetzt gerade hier jetzt tanze, es fühlt sich einfach richtig unschön für mich an. Und viele verwechseln das halt dann mit der sehr erotischen Schiene, so, ja, das findet natürlich nicht jeder toll, tatsächlich. Mhm. Also, es ist ja klar. Also, aber auch in der, ja, man wird immer kritisiert, man wird immer bewertet, ganz egal, was man halt macht. Also, gerade wenn es halt um solche Sachen geht, oder Freizügigkeit. Ich stehe oft auf der Bühne mit knappen Sachen halt, mit Bodies und, da wird man halt oft in so Schienen man wird oft in eine Schublade reingesteckt. Man kann nichts dagegen machen. Und, ich glaube, was wichtig ist für mich, mich davon gedanklich zu distanzieren. Auch gar nicht darüber nachzudenken, okay, wie könnte es den anderen gefallen oder so, sondern gefällt es mir. Und mir gefällt es und ich stehe dazu. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man einfach stark genug sagt, ja, okay, das ist deine Meinung, das ist okay. Auch in der Familie. Ich werde natürlich auch in der Familie kritisiert oder auch,
ich hatte auch Freunde gehabt, also ich habe jetzt echt enge Freunde, die mich wirklich supporten, die supporte und ich ganz genau weiß, das ist eine gesunde Freundschaft für mich. Mhm. Die geben mir ein gutes Gefühl und sagen, ey, mach dein Ding und man sieht ja auch, dass du glücklich bist und ich stehe voll und ganz hinter dir. Und letztes Jahr war es noch nicht so. Ich hatte auch Freunde gehabt, die mich auch dafür kritisiert haben. Aber ich weiß dann für mich, okay, das sind keine Freunde für mich. Und deswegen habe ich auch für mich entschieden, den auszusortieren, weil das ist für mich keine gesunde Freundschaft, wenn du ständig halt kritisiert wirst oder du dir Gedanken machen musst, wie du dich verhalten sollst oder was du zeigen sollst auf Instagram, weil ich bin viel auf Instagram unterwegs und zeige sehr viel von mir. Und deswegen hat es mir echt gut getan, letztes Jahr einfach gewisse Freundschaften auch zu trennen. Also mich von vielen Menschen zu verabschieden. Also nicht nur meine Trennung, also meine Ex-Beziehung, sondern auch von gewissen Menschen, die mir einfach nicht gut getan haben. Was ich bei diesem Ganzen so ein bisschen lustig finde, ist, viele Menschen, die irgendwie mit den Fingern auf anderen zeigen und sagen, haha, das ist, was du machst, das ist nicht in Ordnung, dass das schlecht ist oder das, was du tust, sagst oder machst, das kritisieren die, wo ich mir dann für mich selber denke, so, okay, wer hat dich jetzt zu dem universellen Richter ernannt? Wer hat denn überhaupt dir die Macht gegeben, über andere Menschen, über deren Verhalten überhaupt zu entscheiden oder zu kritisieren? Und bist du denn überhaupt selber denn so rein und von wegen so perfekt, wie du das irgendwie gibst, von dir selber gibst? Das bezweifle ich sehr stark. Ich bin so selber irgendwie knietief in der Scheiße zu stecken, selber gewisse Sachen machen, die weitaus vielleicht schlimmer sind, über Leute reden, schlecht reden, vor allem dann gewisse Handlungen machen, aber dann irgendwie andere Leute schlecht reden, das ist für mich ein absoluter No-Go. Deswegen muss ich für mich selber auch, ja, ich hatte auch viele Leute in meinem Leben gehabt, die, ich sag's immer, die haben immer wohlwollende Ratschläge gegeben. Aber die Ratschläge waren ein Scheiß. Die haben mich immer von meinem eigentlichen Weg haben die mich abgebracht. Von meinen Fähigkeiten haben die mich entfernt. Ja. Und am Ende des Tages, wo dann die Kacke am Dampfen war, waren die nicht da. Aber ich war dann da, wo ich mir so, okay, fuck, wo seid ihr? Ihr habt mir so coole Ratschläge gegeben. Ich bin auch denen nachgegangen, weil ich so naiv war, weil ich euch vertraut habe, weil ich dachte, ihr wollt nur das Gute und das Beste für mich. Und ihr seid jetzt einfach nicht da. Und es war für mich dann so ein Prozess, wo ich das erstmal lernen musste und sagen, okay, das hast du vorhin sehr schön gesagt, Freunde, die dich supporten, war dann für mich so, okay, wer ist wirklich da, wenn es dir beschissen geht? Und ich musste so meine Denkweise über Menschen, wie ich die für mich quasi bewerte, gänzlich umändern. Nicht mehr so dieses, so, was sagst du zu mir? So, hey, so dieses Reden und ja, ich bin so und ich bin hier, nobel da. Mhm. Sondern was machst du eigentlich? So, dein Reden ist die eine Seite, okay, Reden ist easy, aber wie handelst du? Und das habe ich dann angefangen zu beobachten. Und da muss ich auch ehrlich sagen, ich habe mich von sehr vielen Menschen verabschiedet. Und ich bereue das keine einzige Sekunde. Lieber bin ich komplett alleine auf dieser Welt und mache meinen Stuff, als mit irgendjemandem abzuhängen, wo ich mir denke, das ist ein guter Kollege, aber eigentlich will er nicht das Beste für mich, sondern der hat so seine eigenen Gedanken, ja, Pläne. Ja, eigene immer. Glaubenssätze, Grenzen und ja, ich verstehe, was du meinst, weil so ging es mir nämlich auch. Ich war auch so ein, ich war ja auch Jahren auch in Freundschaften verstrickt gewesen und ich musste erstmal auch checken, dass es eigentlich toxisch ist. Also du weißt, dass irgendwie, also du hast es schon, ich hatte schon ein Bauchgefühl, okay, es wird über dich schlecht geredet und so. Und es werden immer wenn du dann da bist, werden irgendwelche Kommentare abgelassen, so, die einfach unnötig sind. Und deswegen bin ich einfach dankbar, dass es dann jetzt Schluss ist. Und ich bin einfach froh, dass ich meinen kleinen Kreis habe. Wirklich. Also ich bin wirklich, ich frage auch sehr wenig nach der Meinung tatsächlich. Also wirklich ja nur ein paar Leute, ein, zwei Leute oder so. Aber ja, was soll ich sagen? Also sonst versuche ich mich auch überhaupt nicht mehr beeinflussen zu lassen. Früher habe ich mich auch immer viel beeinflussen lassen, weil ich kenne dieses Gefühl. Weil du von dir, von allen Seiten wird dir gesagt, boah, nee, mach das nicht. Wie viele haben zu mir gesagt, mach die Ausbildung nicht. Du kriegst kein Geld. Was willst du denn damit?
Und dann habe ich gesagt, ja, später damit Geld verdienen. Ich so, ja, die nächsten 3 Jahre werden halt hart, aber dafür stehe ich dann auf der Bühne, mache das, worauf ich Bock habe und ich gerne mache. Und dann für viele war das so, ja, aber es bringt kein Geld ein. So, es ist ein brotloser Job. Also ich musste schon, für viele ist es nicht greifbar. Die nehmen dann lieber den sicheren Weg, was ich auch auf der einen Seite irgendwie verstehen kann. Mhm. Klar, man braucht das Geld, man will irgendwie man möchte ausziehen, man möchte sein Leben leben. Aber wie viele sind da drin und sind nicht glücklich in ihrem Job, weil die einfach irgendeinen Job machen. So, okay, ich mache jetzt die Ausbildung, weil das jetzt am naheliegsten ist. Ich glaube, da bin ich ganz gut und ich bin auch relativ glücklich, aber das ist so wenig. Weißt du, was ich meine? Das ist so, das Leben ist so großartig, du kannst das Beste draus machen und dann sagst du, ja, ich bin so relativ glücklich in meinem Job. Ja, also komm, das ist so, ich denke mir so, die sind irgendwie alle, nee, ich glaub dir nicht, dass du glücklich bist, weil so wirkst du einfach nicht. Also viele, also mit denen ich da drüber spreche, denken mir so, okay, gut, und was würdest du ändern? Also die denken ja auch darüber nach, okay, was daran ändern zu wollen, aber die wissen nicht wie. Die wissen nicht wie. Und das ist auch immer interessant zu hören. Also ich habe auch mit mutigen Frauen auch gesprochen, die auch während der Corona-Zeit dann auch einen Job gemacht haben und dann gemerkt haben, nee, das ist nicht für mich, und dann sich selbstständig gemacht haben. Und die haben es geschafft und die sind glücklich und denken so, wow, wie bewundernswert, dass sie sich getraut haben, dieses Risiko einzugehen. Mhm. Und ich glaube, das ist halt oft das Problem in unserer Gesellschaft. Man geht halt oft immer den sicheren Weg, weil man halt denkt, okay, gut, man denkt an später, an die Altersvorsorge, was ich verstehen kann und alles und so. Und ja, mein Weg ist halt nicht einfach. Also muss ich auch ehrlich sagen, hat auch viele Nachteile. Aber ich denke mir so, je länger ich daran arbeite und diszipliniert bleibe und dafür kämpfe, wird es großartig. Mhm, also ich bin da fest davon überzeugt, ganz egal, welchen Weg man eingeht, man kann alles schaffen, was man will. Man muss nur fest an sich glauben. Mhm. Aber nochmal darauf zurückzukommen, viele machen oder gehen einen gewissen Weg, weil die denken, dass das irgendwie Sicherheiten hat. Aber diesen Zahn habe ich jetzt versucht, auch vielen Leuten rauszuziehen. Ich habe auch nochmal ein Video dazu gedreht, was meine Meinung zum Thema Sicherheit ist. Und es ist völliger Bullshit. Meiner Meinung nach gibt es sowas nicht. Sicherheit als solches. Ja. Also klar, das habe ich auch so gesagt, es gibt halt eben gewisse Stellen, sowas wie die Polizei, sowas wie Krankenhaus und Behörden. Ja. Das meine ich nicht damit. Ne? Aber letzten Endes weg, viele Leute gehen einen gewissen Job, um zu sagen, okay, ich habe dann die Sicherheiten, vor allem finanzielle Sicherheiten und vielleicht später nochmal irgendwas mit alter Vorsorge, dass ich dann nicht komplett irgendwie alleine bin oder finanziell dann irgendwie im Bach stehe. Aber wer sagt dir überhaupt, dass du so alt wirst? Wer sagt dir denn überhaupt, dass du irgendwie noch morgen überhaupt noch lebst? Du kannst heute Abend schlafen gehen und morgens wachst morgen früh nicht mehr auf. Ja. Und alles, was du da gemacht hast und die Entscheidung, die du getroffen hast, ja, eigentlich relativ für die Katz dann. Ja. Ne? Und dann denke ich mir, das, was du vorhin gesagt hast, wenn du was wirklich machen willst und erreichen willst, keiner sagt dir, dass du das von heute auf morgen machen musst, sondern mach dir doch mal erst mal einen Plan. So, okay, was willst du denn eigentlich überhaupt? Ja. Und wie komme ich denn dahin? Mach dir einen 2-Jahres-Plan, einen 3-Jahres-Plan. Deine Ausbildung war doch nichts anderes außer ein 3-Jahres-Plan. Okay, also, alles klar, ich will unbedingt in die Richtung gehen. Erstmal einen Platz gefunden. Und das ging dann 3 Jahre lang so. Und du hast Jahr für Jahr, Monat für Monat, Tag für Tag geackert für deinen Traum, für dein Ziel. Und jetzt stehst du da und denkst dir so, okay, ja, es war hart. Du wurdest ordentlich rangenommen von den ganzen Prüfern, die dir jetzt nicht Honig ums Maul geschmiert haben. Die waren knallhart, direkt, haben alles bemängelt und ihre Meinung dazu geäußert. Mhm. Aber du bist deinen Weg gegangen. Und jetzt im Nachhinein denkst du so, okay, beste Entscheidung ever. Und es hat sich einfach quasi ein Stück weit entfaltet. Also du bist, deine Persönlichkeit ist jetzt nicht mehr da, wie es davor mal war. Das sind einfach so wie wenn man sich so einen Menschen aus Lehm vorstellt. Man macht dann immer so einen kleinen Wappen drauf und man formt das so ein bisschen. Und das hast du mit dir gemacht. Und jetzt im Nachhinein kannst du ja nur daraus profitieren. Das stimmt, ja. Ja, wie gesagt, also jedes Scheitern hat mich stärker gemacht. Mhm. Also mittlerweile, wenn irgendwie, keine Ahnung, also es ist ja oft so, dass du dich viel bewerben musst, auch im künstlerischen Bereich. Mhm. Du musst wirklich dranbleiben. Und dann ist es halt oft so, dass du viele Absagen bekommst. Das ist normal. Also, aber du musst dranbleiben. Du musst dafür kämpfen, bis du die Rolle bekommst. Und
Ja, also das zeigt mir immer wieder, das Scheitern ist normal im Leben. Und früher war das für mich, ja, also wenn ich an die Schulzeit denke, war das für mich schrecklich. Ich habe das Gefühl, so, wir werden auch so getriezt, dass wenn man Fehler macht oder wenn man eine schlechte Note hat, ist man einfach schlecht. So, weißt du? Also man kommt in die Schule und dann wird man, dann kommen diese ganzen Regeln so. Und wenn du halt, du bist gut, wenn du gute Noten schreibst, du bist aber schlecht, wenn du halt schlechte Noten hast. Und das ist halt so, man dieses Schubladendenken. Das ist schon seitdem man klein ist eigentlich, finde ich, wird schon sehr hart geprägt. Also prägt, es hat mich schon immer geprägt, dieses Schubladendenken. Ja, aber ich bin froh, dass ich diesen künstlerischen Weg gegangen bin, weil da ist einfach meine Stärke und ich bleibe auf jeden Fall dabei. Und da ist dieses Schubladendenken tatsächlich nicht so groß. Es ist halt eher so, ja, man akzeptiert jeden quasi, also auf so eine, auf eine gewisse Art und Weise. Du hast vorhin gesagt, du hast dich im Laufe der Zeit von immer mehr und mehr Menschen quasi distanziert, Ja. von denen Abschied genommen und da ist ein Begriff gefallen, toxische Menschen. Was ist für dich toxisch? Ja, also Missgunst, Neid, ja, negative Kritik. Also wenn ich zum Beispiel die Freundschaft mit mir, meiner besten Freundin, jetzt vergleiche, es fühlt sich leicht an. Es ist, wir sagen immer das, was wir denken, aber halt nicht auf eine böse Art und Weise. Wir haben uns auch nie gestritten. Das ist echt der Wahnsinn. Wir sind 10 Jahre beste Freundinnen. Das ist so krass. Und wir haben uns auch nie gefetzt oder so. Sowas gab es nie. Also wenn wir uns mal gestritten haben, dann haben wir immer dann später, also was gab es so eine Diskussion und dann lachen wir darüber. Und ja, aber so richtig streiten gab es einfach nie. Und wir sagen uns mal direkt, was wir denken, was wir fühlen, aber auch trotzdem auf so eine respektvolle Ebene. Und das ist so schön und das fühlt sich immer so leicht an. Wir haben keine Erwartungen an uns. Und es ist, also, es funktioniert einfach. Wir vermissen uns schon nach 3 Tagen. Also, es ist Krass. wirklich, wir haben uns wirklich ganz doll lieb und wir stärken uns in unseren Fähigkeiten. Also, ich bin so stolz, was sie bis jetzt erreicht hat. Sie ist stolz darauf, was ich bis jetzt erreicht habe. Und wir sind unfassbar empathisch, wir verstehen uns und ja, also wir haben schon gesagt, wir werden später, wie wir alt sein, wenn wir zusammen sterben. Wirklich. Und wir hatten toxische Freunde gehabt, also auch damals, auch in meiner Schulzeit auch. Ich gerate oft in so einen Freundeskreis, wo viel Konkurrenz geherrscht hat, auch unter Frauen. Ich finde es immer so schlimm, wenn man, ich supporte jede Frau, wirklich. Und ich finde, es ist so wichtig, dass wir uns immer gegenseitig supporten, also auch Mann und Frau, ne? Aber auch unter Freundinnen war es mir auch immer so wichtig zu sagen, ey, das ist super, das ist toll. Und man sollte sich auch für jeden Menschen auch freuen, für den Erfolg, den er jetzt gerade hat. Aber das war oft nicht so. Und oft dieses Lästern. Also wirklich, ich denke mir so, sag's mir auch einfach ins Gesicht. So. Das konnte ich nie abhaben. Und ich habe das dann immer so aus allen Ecken dann mitbekommen. Und dann, wenn ich darauf angesprochen habe, dann wurde es immer verleugnet. Und das war alles so anstrengend. Toxisch für mich ist, wenn eine Beziehung echt anstrengend wird. Also, wenn Unehrlichkeit da ist, dieser, ja, negative Neid. Also ich empfinde auch manchmal, also Neid von meiner besten Freundin, aber so einen positiven Neid. So, Oh, ich will es auch, aber ich gönne dir so, so. weißt du, ja genau, es pusht mich irgendwie auch, weil ich denke mir so, okay, sie schafft es, ich schaffe das auch. Und das gibt mir auch nochmal eine Energy. Und ich finde, sowas sollte immer umgewandelt werden und nicht in dieses, ja, nicht gönnen. Oh, ich hasse das. Ey, das geht mir bei mir gar nicht. Also deswegen habe ich mich auch von einigen auch verabschiedet, auch vor Jahren auch, letztes Jahr auch. Und ich bin auch froh darüber. Also ich habe das Gefühl, mein Leben, es fühlt sich viel leichter an. Ja, sehr gut. Ich freue mich für dich. Es ist wirklich, das ist schön. Also kann ich jedem empfehlen. Denkt drüber nach und reflektiert, was ihr in einer Freundschaft wollt. Ne? Also und was wichtig ist, man darf sich nicht zu sehr anpassen. Ich habe auch gemerkt, die Jahren, manchmal habe ich versucht, zu sehr anzupassen auf den Personen.
Und dann hab ich versucht, nicht ich selbst zu sein. Ich war nicht ich selbst. Weil ich dachte mir so, okay, gut, ich weiß, dass ich gleich verurteilt werde, wenn ich zu viel jetzt von meinen Bookings, von meinen Showbookings erzähle, weil ich ganz genau weiß, wie die dazu stehen oder whatever. So. Deswegen, bei manchen Personen habe ich auch übelst aufgepasst, obwohl das Freunde waren, so, weißt du? Und das ist halt, das ist so ein unschönes Gefühl, wenn du weißt, okay, du kannst jetzt gerade nicht du selbst sein, weil die Person, du weißt, was sie über dich denkt. Und das habe ich bei meiner besten Freundin nicht, so. Ja, das ist, wie gesagt, das ist, also ich wurde echt mit dieser Freundschaft gesegnet. Wirklich, ich bin so dankbar für jeden Menschen, den ich bis jetzt in meinem Leben kennengelernt habe, inspirierende Menschen und Menschen, die ich in meinem Leben habe. Also wirklich, ich bin so dankbar. Wann ist für dich klar, jetzt nicht sich von heute oder doch vielleicht auch, wann wird für dich dieses Toxische so viel, dass du dann für dich entscheidest, okay, jetzt ist vorbei. So, ich habe bis hierhin gekämpft. An Personen, an denen dir etwas gelegen hat, wo du von heute, wo du sagst, Alter, ich habe schon zu viel mitgemacht. Ja. Aber was, wo ziehst du so eine Grenze, wo du sagst, okay, was ich meine letzten Endes, klar, man hat einen Kreis, wo es funktioniert, wo es alles läuft. Aber im Leben kommen immer wieder neue Menschen dazu. Ja. Ich gehe mal davon aus, speziell ist im Bereich von Partnersuche, also eine langfristige Beziehung, intime Beziehung, wie auch immer. Da ist dann eher ein bisschen mehr dieses, wo man dann ein Stück weit quasi ins offene Gewässer geht und sich mal ein bisschen auf Erkundungstour, wer bist du, wie bist du drauf, wo ziehst du die Linie und sagst, okay, das ist jetzt für mich dann doch toxisch, da bin ich nicht mehr bereit, länger zu kämpfen, und wo du sagst, okay, da könnte ich eventuell etwas machen oder in der Hoffnung, dass ich da etwas anpassen könnte oder. Wie ist es das? Ja, also da eine Grenze zu finden, da musste ich auch letztes Jahr erstmal herausfinden. Das war, da habe ich auch lange mit mir selber gekämpft. Ich habe viele Sachen auch ignoriert. Also bewusstes Ignorieren, oder war das eher so dieses unbewusstes Ignorieren? Du siehst etwas, aber du gehst nicht drauf ein. Oder war das so, du siehst etwas ein und du willst was sagen und du sagst, nö, das sage ich jetzt absichtlich nicht? Weil das ist ja, glaube ich, dann doch schon ein Unterschied. Ja, ich weiß, was du meinst. Es war erstmal unbewusst, weil ich so erstmal voll Fokus auf mich war. Und ich dachte mir so, gut, ich distanziere mich jetzt erstmal und ich beobachte die Sache und nehme es nicht zu persönlich oder zu Herzen, weil ich wusste, dass viel gesprochen wurde hinter meinem Rücken auch. Okay. Und deswegen dachte ich mir so, okay, keine Ahnung, also ich versuche dann auch nicht alles dann zu glauben direkt, sondern erstmal abzuwarten und zu gucken. Aber ich war erstmal fokussiert auf mich selbst gewesen. Ich habe mir gesagt, es war jetzt nicht so wichtig jetzt in dem Moment. Wichtig war, ich war meine Priorität. Deswegen hab ich da jetzt nicht so viel Wert drauf gelegt, bis ich dann irgendwann auch gemerkt habe, okay, es wird jetzt extremer. Wie weit kann ich jetzt gehen? Und das musste ich ja auch erstmal lernen. Und da war schon eine große Grenze erreicht. Also die Grenze war schon überschritten gewesen. Aber ich habe echt noch abgewartet. Also es hat mich dann echt innerlich gequält, sozusagen. Also ich dachte mir so, boah, jetzt reicht's. Also das kann ich jetzt echt nicht mehr mit mir machen lassen. Und habe dann auch im Endeffekt auch eine Grenze gezogen für mich. Ja, wenn du einfach Informationen hörst, du weißt dann einfach, die Person, die hat einfach, egal was du machst, es passt den einfach nicht. Also ich kann auch nicht so viel drüber reden, aber ja, okay, also ich musste auch erstmal lange damit kämpfen und war auch im Zwiespalt, weil ich diesen Menschen also geliebt habe. Also was heißt geliebt, sondern es waren einfach wichtige Menschen auch in meinem Leben gewesen, und es war auch schwer, da Schlussstrich zu ziehen. Deswegen habe ich es auch erstmal gelassen, bevor ich da endgültig gesagt habe, okay, vorbei. Und mittlerweile weiß ich jetzt, wo meine Grenzen liegen, und dass ich das in Zukunft viel früher da einen Schlussstrich ziehen werde. Also zum einen, du erkennst es ja auch schon viel, viel früher. Also ja. Das heißt, bevor du überhaupt so viel Zeit mit einer Person eingehst oder investierst, merkst du schon, das wird nichts von vornherein. Und wenn halt eben, sage ich mal, Freundschaften bereits existieren, wenn dann gewisse Sachen passieren,
entscheidest du auch viel schneller, okay, das geht in eine sehr ungesunde Richtung. Mhm. Und da werde ich mich einfach mehr oder mit der Zeit einfach ein bisschen so ausklinken und muss mich nicht zu allen äußern. Treffen brauchen wir uns schon mal gar nicht. Also ich sag mal so, ich dachte auch immer, Schweigen also wäre vielleicht eine Option oder sich zu distanzieren, aber ich habe gelernt, dass es nicht die Option ist, dass man drüber reden soll und dass man halt direkter sein sollte. Also manchmal, also es war für mich auf jeden Fall auch nochmal eine Lehre, da einfach da klarer zu miteinander zu kommunizieren, zu sagen, ja, es passt einfach nicht, von beiden Seiten einfach. Mhm. Aber wir reden jetzt über ganz normale Freundschaften. Ja. Genau. Aber selbst da nimmst du dir die Zeit und sprichst mit jedem so, wie du das gerade gesagt hast, oder sagst du, selbst da, um einfach, weil letzten Endes eine Unterhaltung ist Energie, das ist wiederum Kapazitäten, die du jetzt da investierst, hast du es woanders nicht mehr. Sagst du, okay, sobald so eine Situation auftaucht, sagst du was oder sagst du, okay, das lohnt sich für mich, da gehe ich jetzt hin und kommuniziere das so oder bei den anderen so mal einfach sich rausziehen und sagen, es lohnt sich noch nicht mal mit dir darüber zu reden, weil du gar nicht mal in der Lage sein wirst, das so zu verstehen. Da wird eine Diskussion sich aufbauschen und dann investiere ich schon zu viel Energie da rein. Ja, darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Lohnt es sich, mit dieser Person drüber zu sprechen? Und? Nein. Eigentlich nicht, weil ich glaube, manche Menschen haben einfach eine gewisse Grundeinstellung und du kannst da einfach, du kannst auch mit der Wand drüber reden. Also klar, man sollte direkt sagen, was Tachlos, sagt man so? Man soll direkt sagen, okay, ich sehe es so, du siehst so, man kommt nicht auf einen Nenner, okay. Aber ich hasse auch wirklich Diskussionen und so. Und meine Energie ist auch mir auch sehr, sehr wichtig. Und ich merke auch, wenn ich diskutiere, also nicht diskutiere, aber wenn ich versuche, meine Gefühle auch oft zu erklären, wird es oft nicht verstanden. Und was ich halt sehr anstrengend finde, ist, mich jedes Mal rechtfertigen zu müssen für meine Verhaltensweisen oder so. Weißt du, was ich meine? Und davor hatte ich auch so, ich wusste, dass ich verurteilt werde, aber ich hatte keinen Bock, auch auf diese Diskussion auch einzugehen, zu erklären, warum ich mich so verhalte oder warum ich so bin. Und das ist halt schwierig. Sehr, sehr schwierig. Das war für mich dann auch so, es ist vergeudete Energie auch. Mhm. Also immer wenn du dich hier selbst rechtfertigen musst, warum du dies oder das machen musst, das ist halt, ja, du bist halt du. So, ich bin ich. Warum muss man das erklären? Warum muss man sich rechtfertigen müssen, warum du zum Beispiel jetzt Podcast drehst? Warum machst du das? Also, ich finde es irgendwie komisch, dass du jetzt ein Mikrofon vors Gesicht hast und jetzt redest mit mir. Also ja, so ja, weißt du. Ja. Und so war das oft. Ne? Mhm. Also, ja, also. Meine Lebenserfahrung hat mir bis jetzt gezeigt, dass von heute rückwirkend betrachtet, dass ich in vielen Lebensphasen anders getickt habe. Ich habe anders über Sachen gedacht, über Menschen, über mich selbst in allererster Linie. Und das hilft mir dann persönlich ein Stück weit, mein Gegenüber auch einschätzen zu können. Also sprich, wenn jetzt als Beispiel, wenn ich mich mit einer Person unterhalte und so wie die Person sich äußert, so wie die Person über gewisse Themen redet, worüber ich auch schon geredet habe und mich dann quasi, sage ich mal, einfach meine Sicht verändert habe mit der Zeit, kann ich sehr gut einschätzen, wo die Person gerade ist. Und um dann quasi meine Sicht zu erklären, warum ich über gewisse Sachen so denke oder warum ich so handle, müsste ich so weit ausholen und so viele Schritte erklären, und das ist nicht nur reines Erklären, wo dann die andere Person so sieht und sagt, oh geil, okay, erzähl mir mehr, sondern das ist dann so, was, verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Und dann muss ich noch weiter tiefer gehen und sagen, okay, guck mal, das ist so, weil ich das so, das ist mir passiert, deswegen denke ich so. Und dann denke ich mir, nein, ich müsste so weit ausholen. Und am Ende wäre sogar die Unterhaltung wirklich für den Arsch, weil die Person mich am Ende gar nicht verstehen wird, weil die Person ist einfach gänzlich woanders. Mit seinem Sein ist diese Person komplett woanders. Und ich will diese Person das auch nicht vorwegnehmen, sondern mach deine Erfahrung. Komme du dann in den Jahren, wo ich bin, und dann wirst du mich dann automatisch schon anders bewerten. Weil denkst du, okay, der Junge hat das und das gemacht. Ich kann nachvollziehen. Nicht mal verstehen, sondern ich kann es nachvollziehen, warum er das gemacht hat, gesagt oder getan hat. Und es ist okay für mich. Mhm. Aber für mich wäre, von meiner Situation müsste ich so weit, also wirklich so viel Energie investieren und auch ein Stück weit ein Risiko eingehen, dass ich mich verausgabe. Mhm. Und dann die
ich sag mal, die Energie fehlt mir dann halt eben für meine persönlichen Ziele, wo ich das brauche. Mhm. Oder gewisse Entscheidungen, um die zu treffen, um halt eben mein Bestes zu geben oder etwas zu bewirken, was mir persönlich gut tut. Deswegen überlege ich mir auch immer 3-4 Mal, okay, lohnt sich eine Diskussion mit dieser Person oder lohnt es sich überhaupt, mich selber zu erklären? Oder soll ich es einfach sagen, okay, es ist, wie es ist, ja. Du wirst mich nicht verstehen, ich will dich auch nicht verstehen, geh deinen Weg, möge Gott mit dir sein, Friede mit dir und schön mit Öl. Ja, also ich fühl dich da. Also manchmal bin ich auch im Zwiespalt, denke mir so, boah, inwiefern soll ich jetzt Informationen von mir jetzt preisgeben? Mhm. Oder wird die Person das verstehen? Mhm. Da hatte ich auch schon Diskussionen gehabt, aber ich versuch mich da auch relativ kurz zu halten. Ich hatte auch mit der Tänzerin auch eine Diskussion gehabt, weil sie macht eine ganz, ganz andere Richtung, mehr klassisch und so, und konnte meine Tanzrichtung nicht verstehen. Sie versteht es nicht. Und da habe ich auch gemerkt, okay, also eigentlich als Tänzerin musst du das eigentlich schon verstehen. Also es ist ja ganz egal, in welche Tanzrichtung du tanzt, aber warum ich halt in diese Female-Richtung halt so extrem gehe. Also ja. Female quasi dieses Körperbetonte. Ja, Körperbetonte. Also sie hat das schon auch sehr hart ausgedrückt, sage ich jetzt mal. Mhm. Also dieses Lazive, hat sie gesagt, dieses Wort kennst du? Nein, überhaupt nicht. Laziv. Irgendwie sowas, ja. Du kannst einfach mal weiterskippen und ich guck mal, ich google mal. Oder dieses, ich will nicht erotisch sagen, aber es ist so, sie hat auch gemeint, dass man halt... Ah, guck mal, lasziv. Ja, okay. Lasziv. Durch gekünstelte Schläfrigkeit, Sinnlichkeit verbreitend. Und bei anderen sexuelle Begierde auslösen. Ja. Das ist ja schon ein Diss, ey. Ja, das ist... Ja. Okay. Und da habe ich auch überlegt, okay, wie weit soll ich das ihr jetzt erklären, dass sie versteht, warum ich das mache? Und viele assoziieren das halt, dass man halt bei Männern halt so Reize sendet, falsche Signale sendet. Und ich denke so, nee, das ist überhaupt nicht meine Intention. Mhm. Mir geht es wirklich um das Gefühl, ich bin in dem Moment ich war eine Frau, aber dem Tanz wird es einfach nochmal, du gehst einfach auf ein ganz anderes Gefühl, wenn du das halt dann tanzt, auch mit den hohen Schuhen, du hast eine ganz andere Körperhaltung, du bist viel selbstbewusster, du kriegst dieses Selbstvertrauen und du traust dich einfach sexy in dem Moment zu sein. Mhm. Darum geht's gar nicht, das andere Geschlecht jetzt Reize, falsche Signale zu senden, weil du so fokussiert auf dich selbst bist und das ist halt immer so ein schmaler Grat und das verstehen halt viele halt nicht und selbst auch bei den Tänzerinnen auch nicht. Also deswegen dachte ich mir so, okay, und dann ja, da hat sie gemeint, ja, und wie fühlst du dich dann, wenn du dich dann auf den Boden regelst, hat sie mich dann gefragt. Und ich dachte, jo, was ist das für eine Sprache? Ja, das ist dann immer so, naja, es fühlt sich gut, was soll ich sagen, es ist eine Tanzbewegung, ja, ja, es ist jetzt nicht, es ist halt schwierig, es ist... Ich meine, die Schwierigkeit bei dem Ganzen ist, es ist nicht so, dass es irgendeine fremde Person in Form von, okay, die Person ist eine Kauffrau, die jetzt hinterm Schreibtisch sitzt und an Tastatur immer klimpert, sondern das war ja quasi einer von deiner Branche, also eine Tänzerin, klar, vom Geschmack her oder wie nennt man das, von... Eine andere Tanzrichtung einfach. Genau, von der Richtung her. Genau, Richtung komplett woanders. Und du kommst halt eben mit deiner Richtung. Es ist ja nicht so, dass du die Richtung erfunden hast, sondern die Richtung gibt es ja schon. Ja, also. Und zwar, wie das Tanzen alt ist. Ja. Dass man dann noch irgendwie auf so eine komische Art und Weise in Frage stellt und sogar, das ist schon für mich, wie ich schon sagte, das ist schon ein Diss, ist das. Das ja, ist ja dieses, ich glaube, das ist mit dieser toxische, so zwischen die Zeilen einfach mal so schießen, wo du denkst, ey, was soll das? Hm. Und zwar von einer Arbeitskollegin in der Hinsicht, das ist dann schon komisch. Ja, das... Nicht verständlich, so ein bisschen. Aber ich habe auch, ich glaube aber, das ist so ein bisschen wie, nee, ich glaube es eigentlich nicht, ich weiß es nicht, bin da überhaupt nicht bewandert, in dieser Szene, wie die Künstler untereinander sind. Ja, weil, so wie ich von meinem Freund mitbekomme, der ist, er ist in der kreativen Szene, er muss relativ viel designen und viel kreieren und er sagte mir, dass diese ganzen kreativen Menschen, die sind da schon so ein bisschen eigensinnig, weil wenn er zum Beispiel etwas kreiert,
wie er quasi eine Werbung am besten rüberbringt an den Mann. Dann geht er damit halt zu seinem Chef und dann fetzen die sich. Weil der hat so seine eigene Sicht, wie man das am besten rüberbringt. Und der sagt so, nein, das ist so mein Baby, da habe ich so viel, ich habe da was kreiert und das lasse ich nichts machen. So dass sie sich wirklich auch, also verbal fetzen, diskutieren und am Ende, klar, der Chef hat dann irgendwo mehr Recht, ein Vetorecht am Ende des Tages. Ja. Und dann fühlt er sich dann schon sehr gekränkt und sehr abgefuckt. Und ich weiß jetzt aber nicht, inwiefern das mit Tanzen in der Richtung genauso geht, weil man sagt, okay, Tanzen als Oberbegriff und dann teilt sich das so ein bisschen unter und dass man, keine Ahnung, wenn man von zwei verschiedenen Ecken ist, dass man sagt, was soll die Scheiße? So, ich fühle mich damit überhaupt nicht identifiziert und muss es dann aber dann auch irgendwie im selben Atemzug dann schlecht reden oder dich als Mensch dann schlecht reden. Ja, also das ist, kommt auch in der Branche vor, ja. Konkurrenzkampf ist auch ein großer Begriff. Ne, man will den Job haben, die Auditions, ne, du stehst da, also es ist ein Casting, du wirst gecastet und du hast 99 andere Konkurrenten vor dir. Okay, aber du gehst jetzt nicht, ich sag mal, du mit deiner Vorliebe zu deiner Richtung gehst du ja nicht zu einem Audition, wo klassische Leute gesucht werden, ne? Nee. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Auch, also Musical halt. Also je nachdem, was für Rollen das sind. Also, ne, also ich bin ja nicht nur, wie soll ich es erklären? Also in der Ausbildung haben wir nicht nur eine Tanzrichtung gelernt, sondern mehrere. Mhm. Also da war Hip-Hop dabei, Steppen, Ballett. Also es waren viele, viele Tanzrichtungen, die 90% unserer Ausbildung bestand aus Tanzen, aus mehreren Tanzrichtungen. Mhm. Und deswegen habe ich aus allen quasi so, bin ich damit verbunden. Also ich bin jetzt auch keine, also ich habe auch Ballett gehabt, also da war ich jetzt, ich meine mit 20 Ballett anzufangen ist schon sehr, sehr spät, aber Ballett ist einfach halt so der Grund, also so die Haltung und das überträgt sich auf alle anderen Tanzrichtungen. Du hast ein ganz anderes Gefühl fürs Tanzen und du lernst halt durch Ballett, wie du deine Füße streckst, die Körperhaltung und das ist eigentlich so der Grundbaustein für andere Tanzrichtungen. Du lernst eigentlich da auch hauptsächlich ein Körpergefühl. Wenn du eine Botschaft hättest für die ganzen Frauen da draußen, ob das jetzt jung, mittelalt, alt, wie auch immer, was wäre das? Oder was würdest du sagen, so jetzt nicht als ein Ratschlag, denn Ratschläge sind auch Schläge. Was wäre, wo du sagst, okay, vorhin hast du kurz gesagt, wenn du einen Traum hast, geh da hinterher. Hast du irgendeine Message, was du stetig irgendwie entweder bewusst oder unterbewusst immer so vertrittst? So. Ja, geh deinen Weg. klingt so einfach, so plump, so geh deinen Weg. Ja, ja. Aber dieses geh deinen Weg, Weg. Mach das, was du gerne machst und bleib da dran, ganz egal, was andere sagen und lass dich einfach nicht beeinflussen und reflektiere dich vor allem auch. Das ist auch ganz, ganz wichtig, viele wissen auch gar nicht, was sie auch wollen. Also ich glaube, das Wichtigste ist auch zu wissen, okay, wie komme ich zu meinem Weg? Das musste ich auch erstmal begreifen. Erst seit einem Jahr ist mir eigentlich nochmal klar geworden, diesen Weg, den ich gehe, der fühlt sich richtig an. Und ich bleibe auch da dran. Ich habe ja auch oft gezweifelt. Also ich meine, es ist ja normal, dass jeder mal dran zweifelt und so. Aber man soll sich trotzdem treu bleiben und seinen Weg finden und dranbleiben. Ich finde, und man soll sich auch trauen, Risiken einzugehen. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, davor hatte ich auch immer Angst gehabt. Und als ich Risiken eingegangen bin, sind großartige Dinge passiert. Ich hatte Jobs, ich hatte, durch die Ausbildung, klar, es war eine harte Zeit, die 3 Jahre, und ich hatte auch kaum Geld, sage ich ganz ehrlich. Ich musste ja für die Ausbildung zahlen. Ja, ja, ja. Aber ja, jetzt habe ich trotzdem meinen Job so. Und ich gehe jetzt meinen Weg, mache meine Musik nebenbei und ich bin total glücklich und erfüllt. Ich glaube, was wichtig ist, auch zu wissen, zu erkennen, was erfüllt mich oder wie komme ich dorthin zu dieser Erfüllung. Und ich glaube, die Antwort liegt bei, geh deinen Weg. Das ist, glaube ich, gar nicht so von meiner Sicht aus ist das, glaube ich, gar nicht so einfach. Es klingt
jetzt im Nachhinein relativ easy. So, geh deinen Weg, finde heraus, was du willst und gib niemals auf. Aber jetzt. Klingt echt so einfach. Ich glaube, das ist so ein bisschen ambivalent, weil einerseits ist es sehr einfach, aber der Weg dahin so ein bisschen hängt ja von vielen Faktoren ab. Es fängt ja schon damit an, was für eine Erziehung hast du genossen, inwieweit, sag ich mal, hast du mit deinen Eltern eine Beziehung gehabt oder war das eher so eine Top-Down, so eine Erziehung, mach das, mach jenes und die unerfüllten Träume der Eltern werden auf die Kinder irgendwie übertragen und das Kind wird zu einem Objekt der eigenen Vorstellungen der Eltern gemacht und das ist dann einfach unglücklich und will sich freireißen, aber schafft das nicht, aus welchem Grund auch immer, weil die Erziehung, wenn die Erziehung im Punkt A kacke war, dann ist die Erziehung auch im Punkt B eine Scheiße und dann kommst du auch nicht so wirklich da raus. Und warum ich das Ganze sage, ist, ich mache es immer so, ich schaue mich selber an und sage, okay, Jansi, wie war denn dein Werdegang so bis jetzt? Was hast du gemacht? Wie oft bist du auf die Fresse gefallen? Und das, was du jetzt und heute machst, erfüllt dich das? Und wenn ja, wie bist du denn da hingekommen? Und das war nicht einfach. Ja. Das war nicht einfach deswegen, weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, es ist einfach in den Gedanken ist eine Kleinigkeit, die wird so hoch gebauscht und das ist dann dein Gegner. Aber um diesen Gegner wirklich zu durchdringen, musst du dich mit dir selbst auseinandersetzen. Du musst gedanklich musst du wirklich an Orten gehen, vor denen du dich fürchtest. Und die musst du hinterfragen und sagen, okay, warum denke ich über diese eine Sache so, wie ich denke? Und es ist ein Prozess. Für mich war es ein Prozess, weil meine Erziehung nicht so war, wie man sich das so eine ideale Erziehung vorstellen kann. Mir wurde alles gesagt, aber mach bloß nicht das, was du fühlst. So, du hast die Kategorien für uns klar. Für mich als Afghaner sind halt eigentlich nur drei Berufe, die in Frage kommen. Entweder ist das ein Arzt, Ingenieur oder Ingenieur eigentlich nur zwei. So, so genau die zwei. Und oder Rechtsanwalt, genau. Ah. Die drei waren die Berufe und nur die in die Richtung gehe ich so. Klar, dann manifestiert sich das auch, das sind dann die Glaubenssätze und dann, okay. Genau. Und das war für mich aber, habe ich mich nicht danach gefühlt. Ja. Rechtsanwalt auch nicht und Ingenieur ist auch nicht so mein Ding. Ja. Und ich war schon immer so, ey Mann, mich interessieren Menschen. Was Menschen? So, mit denen kannst du doch kein Geld machen. So, das war immer so Status und Prestige so in der Richtung. Und da kommen noch andere Faktoren, dass ich auch mich sehr verstellt habe. Ich habe mich immer angepasst, ich habe mich immer, also vor allem, weil das fängt ja bei zu Hause an. Also klar, was willst du für einen Beruf gehen? Eltern oder die Mutter sagt das, du willst aber eigentlich was anderes, aber da wird dir schon quasi vom Kindesalter beigebracht, deine Meinung ist ein Scheißwert. Und das lebst du dann halt eben aus. Und dann, das überträgt sich auf Freundschaften, das überträgt sich auf Beziehungen, langfristige Beziehungen und es passieren dir immer wieder Sachen und du fragst dich, warum ich? Warum muss ich so auf die Fresse fallen? Nochmal und nochmal und nochmal. Und bis ich das dann gecheckt habe, so, du verstellst dich ja absolut. So. No. Also jetzt nicht in als Ganzes, aber wo es ankommt, wo du deinen Maul aufmachen musst und für dich stehen solltest, das machst du nicht. Und das ist so, wo mir dann klar wurde, okay, fuck. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Aber das hat gedauert. Ja. Das habe ich auch erst letztes Jahr rausgefunden. Und ich bedenke so, ich bin eigentlich bis jetzt nur so ein Gel ohne Form. So, passt dich hier an, passt dich da an. Du hast Bock, irgendwas zu machen, aber du hast Angst. Und okay, ja, ich habe Angst. Aber die einzige Lösung ist, um in seiner Angst klarzukommen, ist, sich dem zu stellen. Und da kann man jetzt hingehen und sagen, okay, wie stellst du dich der Angst? Am besten nicht alles auf einmal, Step by Step. Ja. Aber das war ein Weg für mich so, ne? Und nochmal darauf zurück, mach deinen Weg, so zieh dein Ding durch. Aber man sollte auch so ein bisschen mit sich selber kommunizieren und fragen, okay, warum bin ich so? Ja. Wieso denke ich so? Mit sich selbst beschäftigen und fragen, weil klar, bei mir haben sich auch Glaubenssätze. Also ich weiß, was du meinst mit deiner Meinung. wurde als nicht so wertvoll betrachtet. Das war, ich habe russische Wurzeln und die... Ach, krass. Meine Eltern waren auch so, ich musste halt auf die hören. Es ist einfach so, es war auch eher eine strenge Erziehung auch. Und so habe ich mich auch immer gefühlt. Ich dachte mir so, okay, meine Meinung ist jetzt gerade einfach nicht wichtig. Ich muss eigentlich das tun, was die Eltern sagen. Wobei ich auch echt meinen Eltern auch hoch anrechne, was meine Berufung betrifft, haben die mir echt viel Freiraum gegeben. Also da haben die mir nicht reingeredet, meiner Mutter war es auch sehr wichtig, dass ich wirklich das mache,
wonach mir war. Und sie hat mich schon immer supportet. Also als ich mit 8 angefangen habe, Klavier zu spielen, und dann habe ich irgendwann getanzt in der Schautanzgruppe, und ich habe dann Gesangsunterricht mit 15 genommen, und dann bei Step by Step, also sie war immer bei meinen Auftritten gefühlt immer da gewesen. Also schön. Das war so auch nochmal, na klar, dann weißt du, okay, du hast trotzdem jemanden an deiner Seite, und sie glaubt auch an dich. Und meine Mama hat immer an mich geglaubt. Und das ist so, klar, jetzt weniger geworden, dadurch, dass ich jetzt meinen Beruf habe und so. Aber ich weiß, dass sie trotzdem da ist und sie glaubt an mich. Und das spüre ich. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Aber ich weiß, was du meinst. Daran muss ich auch arbeiten, mit diesem, ja, wirklich zu sagen, was du denkst und so. Das war auch erstmal ein Prozess für mich gewesen. Ich habe mich auch immer erstmal angepasst und geguckt, okay, erstmal alles, erstmal zugehört. Und dann, ja, also ich glaube, durch diese harten Phasen und so erkennt man das dann auch, ne? Also, dass du dich ja verstellst, wie du sagst, okay, jetzt check ich gerade, okay, ich scheitere auch die ganze Zeit. Das liegt wohl daran, weil, dass ich mich zu oft verstelle. Oder dass Beziehungen nicht funktionieren. Ne? Also, es kam bei mir auch schon vor, dass ich auch nicht 100% ich selbst war. Ne? Diese toxischen Beziehungen halt, dass du einfach nicht du selbst warst und du warst einfach nicht glücklich, und das ist auch zum Scheitern verurteilt, wenn du nicht akzeptiert, 100% akzeptiert wirst, ne, und dich dann dauernd verstellst. Ja, und zu sich selber stehen, das ist halt auch so ein, das war auch ein Prozess, wirklich zu sich selber zu stehen, zu sagen, okay, das bin ich. Ne? Ne? Also auch zu sagen, okay, es ist okay, dass du mich blöd findest. Das ist auch okay. Es kann mich keiner, also es kann mich nicht jeder mögen. Es funktioniert gar nicht. Das soll auch vielleicht auch niemand. Ja, eben. So, aber das ist wiederum sehr eng mit dem Thema Selbstliebe verbunden. Also eigentlich alles so dieses zu sich selbst stehen, seine Meinung sagen, aufpassen, dass, was die Energie quasi mit einem macht, mit wem ich kommuniziere, mit wem, das ist ja alles letztendlich eine Selbstliebe. Ja, so, ja. Liebst du dich selbst, okay, dann kümmerst du dich um dich selbst. Und das bedeutet wiederum, achte, mit wem hängst du eigentlich ab. Ja. Was sind deine Stärken? Das findest du auch heraus, wenn du sagst, okay, ich liebe mich, was tut mir gut, okay, das tut mir gut, alles klar, wie kann ich das so im Einklang bringen, dass das, was mir gut tut, ich auch so daraus ein bisschen, finanziell mich davon irgendwie ernähren kann oder mich stützen kann, alles so mit Selbstliebe. Aber selbst das ist so für mich so, okay, ja, ich bin jetzt 31, ich werde jetzt diesen Monat werde ich 32 und das habe ich jetzt vor... Für meine Verhältnisse, ja, der Prozess hat ungefähr mit 25 hat das begonnen. Aber so richtig, wo ich so reingekommen bin in die Thematik, war vor einem Jahr. So da, wo meine Welt nochmal komplett auseinandergebrochen ist, wo ich mir denke, okay, verdammt, ich war überzeugt, dass es nicht passieren wird. Ich habe mein Bestes gegeben. Mhm. Ich habe gekämpft für eine Sache, wo ich bereit war, wirklich mein Leben zu geben. Mhm. Und das ist einfach weggegangen. Und da habe ich mich hinterfragt, so, okay, diesmal kannst du niemandem die Schuld geben. Diesmal hast du ja eigentlich nach deiner Meinung alles richtig gemacht, aber es ist trotzdem nicht geklappt. Mhm. Warum? Ja. Warum? Und es war hart, weil ich musste alles hinterfragen. So, okay, anscheinend liegt es dann doch an mir. Ja. Ne? Ja, ja. So, ich kann jedem die Schuld geben und sagen, ja, der war schuld, der, die. Bullshit. Man muss immer bei sich selber schauen. Genau, und das war sehr krass. Aber ich bin in dieser Zeit, ich habe nur eine Kurve nach oben gemacht, das ist abnormal. Allein dieses Gespräch heute, das hätte ich niemals kennengelernt, niemals dieses Gespräch hätte ich gehabt, wenn ich nicht vor ein paar Monaten eine Entscheidung für mich getroffen hätte, und die Entscheidung war, gehe dem nach, was dir Spaß macht. Ja, und heute bin ich hier und dafür bin ich einfach nur dankbar. Und der Weg hat gerade mal erst angefangen. Ich bekomme täglich neue Erkenntnisse und arbeite an mir selbst und gehe einfach weiter. Und das tut gut. Ja. Vor allem muss man immer dankbar sein für alles, was man hat. Also klar hat man ein hohes Ziel und so, es ist wichtig, ein hohes Ziel zu haben, aber man muss auch mal hier im Jetzt sein und einfach mal genießen, was man hat. Auch wenn es gerade nicht so hundertprozentig gut läuft oder so, trotzdem zu sich sagen, du hast trotzdem jetzt dein Bestes gegeben, es wird einen anderen Weg geben. Also ich bin auch ein spirituell angehauchter Mensch. Und ich denke mir so, das Universum hat schon für jeden einen Plan. So, es ist schon da. Aber du musst nur ich achte halt auf die Zeichen. Und zum Beispiel, was mir vor kurzem passiert ist, also ich sehe oft Engelszahlen. Und das ist für mich so ein Zeichen, also Autokennzeichen oder Uhr, wenn ich auf die Uhr gucke oder so. Und dann
So, dann ich mir so, wow. So 23.23 23 verfolgt mich immer irgendwie immer. Auch die Autokennzeichen und das ist immer so für mich ein Zeichen, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Und vor einem Monat war es plötzlich weg gewesen. So, okay. Es war, ich hatte das Gefühl gehabt, dass ich war kurz alleine gewesen. Ich weiß nicht, woran das lag, so. Mhm. Ich weiß, ich war so verwirrt gewesen, was ist los? Und, dann von jetzt auf gleich kam, zack, 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 Entscheidung musste ich schnell treffen. Oh. In meinem Leben. Okay. Und ich dachte mir so, boah, ich habe auch, es kam so, es hat mich so überrannt. Aber ich dachte mir so, es hat sich irgendwie in dem Moment richtig angefühlt. Ich dachte mir so, okay, ich mach's einfach. Mhm. Und das wird jetzt auch mein Leben jetzt verändern. Also es fühlt sich richtig an und es ist auf einem guten Weg. Und dann dachte ich mir, ich war so kurz so, oh mein Gott, als ich diese Entscheidung getroffen habe und die jetzt fest war, also, ne? Ich hab's jetzt gemacht, ich hab's unterschrieben, okay. Und dann dachte ich mir so, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Ich so, liebes Universum, gib mir bitte ein Zeichen. Gib mir irgendein Zeichen, dass ich jetzt, sag mir, ob ich auf einem guten Weg bin. Und dann am nächsten Tag bin ich dann morgens wach geworden, da war ich noch sogar krank gewesen. Mhm. Und dann bin ich genau um 11.11 Uhr aufgewacht. Ich habe mir so, okay, gut, das ist schon mal mein erstes Zeichen. Aber die kamen dann öfter und dann kamen immer wieder neue Engelszahlen. Und dann, als ich wieder gesund war, kam auch eine Feder, also so eine weiße Feder von oben. Ich bin rausgegangen aus der Tür und dann kam nur von oben eine weiße Feder. Ich dachte mir so, das ist ein Zeichen. Also ich meine, klar, meine beste Freundin glaubt nicht daran. Die hat gemeint, oh mein Gott, daran glaubt sie irgendwie an sowas nicht, aber ist ja auch okay. Ja. Aber ich glaube, das ist wie die Glaubenssätze. Ne? Ja, ja, also es hängt davon ab, was du glaubst. Und ich glaube, das Universum spricht zu uns. Also man muss die Zeichen erkennen und ich habe schon oft eine Antwort bekommen auf meine Fragen. Also, die haben mir Kraft gegeben. Und ich habe das Gefühl, dadurch, ich fühle mich dann auch nie alleine so, weißt du? Also auch auf meinem Weg. Also ich werde da irgendwie auch bestärkt und es fühlt sich so schön an, wenn du weißt, okay, du kriegst diese Zeichen und du weißt, du bist auf dem richtigen Weg. Und Ich finde das so, so schön, was du gerade beschrieben hast, wie du das dargestellt hast, dass du dich wirklich, das ist ja wiederum eine Kommunikation, die du mit dir selber führst und auf Zeichen achtest. Und hast noch gemeint, ja, nicht jeder glaubt daran und deine beste Freundin glaubt nicht an dem Ganzen, was du machst. Aber ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, dass jeder das verstehen muss. Ja, genau. Also viele verstehen das gar nicht. Und es ist auch okay, dass sie das nicht verstehen. Ja. Das Schöne an dem Ganzen ist, das ist doch so für mich, wie ich das so mitbekomme, ist, und das ist so, wo ich mir denke, je älter man wird, umso erwachsener muss man sein, umso strenger muss man sein, umso weniger Spaß darf man haben. Man darf nicht mehr, man muss immer nur noch die Zahlen und die Fakten und das ist so und auf Schwarz-Weiß und die Statistik da. Mhm. Und es ist irgendwie gar kein Raum mehr einfach für das Glauben. So. Ja. Ich glaube an etwas und das gibt mir mega viel Kraft. Und das war vom Gefühl her war das richtig. Mein Bauchgefühl war da. Und dann freue ich mich. Und dann strahle ich und dann lache ich. Es und andere hingegen, die gucken sich so, was stimmt mit der nicht? Und das geht so ein bisschen verloren. Und wenn ich dann sowas sehe, wenn du das so machst und sagst, dann ist mir irgendwie so, okay, warum darf man nicht weiterhin in dem Erwachsenenleben, in dem man ist, auch nicht weiterhin ein Kind sein? Und einfach sich über gewisse Sachen freuen, was für vielen verborgen bleibt. Mhm. Ich meine, ich kann jetzt rausgehen und dadurch, dass du mir das erzählt hast, wenn da jetzt irgendwie so eine Feder runterkommt, dann denke ich an dich irgendwie so, oh, wie schön. Mhm. Und davor wäre das vielleicht, ich laufe dran vorbei und schaue mir das an und denk gar nicht drüber nach, sondern einfach, nee, das fällt mir gar nicht auf, weil mein Fokus komplett woanders ist. Und die Kleinigkeiten, auf die kommt es dann auch am Ende des Tages an. So wirklich so die Kleinigkeiten und in allen Sachen einen kleinen Wunder sehen und sich daran erfreuen. Und ich denke mal, das ist ein Leben, was glücklich sein kann und glücklich macht. Ja, es macht mich wirklich sehr glücklich. Es sind wirklich so Kleinigkeiten. Es fühlt sich gerade so gut an. Ja, ja. Und ich finde es auch sehr, sehr schade, dass es verloren geht tatsächlich. Aber ja. It is what it is. Mhm. Jeder ist so für sich selber verantwortlich letzten Endes. Ich kann hingehen und das ist dasselbe, also Beispiel von Freunden und Leuten erzählen, wie ich denke, wie ich fühle und warum ich so bin, wie ich bin. Kannst du 100 Jahre, ja. Wo muss ich dann ausholen? Es ist wirklich so. Und am Ende verbrenne ich selber dran. Ja. Und mein Glück ist, oder mein Zustand ist mir gerade hoch und heilig. Ich achte drauf, mit wem bin ich, mit wem unterhalte ich mich.
wo investiere ich meine Zeit, weil ich habe davon nicht viel. Und das Leben ist großartig, aber von der Dauer dann doch ein bisschen kurz. Kurz, ja. Und lass mich das doch genießen auf meine Art und Weise. Und wenn du nicht irgendwie in der Lage bist, mit mir zu viben, dann war schön. Ja, einfach auch lernen, auch Tschüss zu sagen. Wie gesagt, das musste ich auch jetzt die letzten Jahre auch lernen. Auch wirklich mich zu verabschieden. Das ist auch alles ein Prozess, aber ich bin echt dankbar für jeden Prozess, den ich durchlebt habe. Und ja, ich bin echt sehr, sehr dankbar für die Menschen, die jetzt in meinem Leben, die in meinem Leben sind. Und ja, und ich bin auch dankbar für also das, was ich bis jetzt alles erlebt habe. Und dankbar, dass ich jetzt ja einfach glücklich bin und einfach genieße. Und mein Leben einfach an diesen Punkt gekommen bin. Okay, ich fühle mich, auch wenn ich es noch nicht erreicht habe, auch noch nicht, wenn ich an dem Punkt stehe, wo ich sein möchte, ich bin trotzdem so erfüllt. Es ist für mich trotzdem eine Erfüllung. Ich kann es dir gar nicht beschreiben. Also, man kann auch mit wenig erfüllt sein. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe dich. Und man kann auch trotzdem ein hohes Ziel haben. Man weiß, okay, es geht noch mehr. Aber man muss auch bei hier und jetzt sein. Einfach mal diesen Moment genießen und einfach dankbar sein für das, was man jetzt gerade hat. Auch wenn man nicht, also wenn man denkt, okay, man hat jetzt nicht viel, aber eigentlich haben wir sehr viel, wenn man das so sieht, ne? Also, ja, auf jeden Fall. Deswegen, ja, ich finde, das Leben ist einfach großartig. Also man muss auch immer das Positive sehen. Ja, muss.